zu geben, wo liegt meine Frau hin? Vor die Türe. Auch wieder mega geil. Alles fit? Ja, bei dir. Komm rein. Alter Schwede. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Erstmal einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, heute bei mir zu Hause. Und zwar interaktives YouTube-Video. Wir haben uns folgende Sache überlegt. Wir haben bei Instagram entschieden, wie verläuft so mein Tag heute. Bedeutet, ihr konntet bei Instagram entscheiden oder könnt das den ganzen Tag noch live quasi auch bei Instagram und sagen, wie geht oder wie verläuft so mein Tag. Wir haben natürlich damit angefangen, was soll ich anziehen. Ich habe auch schon die ersten Fragen gestellt, damit wir direkt vorbereitet sind. Und zwar ging es los, ich habe mich da vorne schon ein bisschen vorbereitet, wie man sehen kann, irgendwelche Latschen, Turnschuhe, ob ich eine kurze Hose oder eine lange Hose anziehe. Und ich bin mal gespannt, wie die Community jetzt entschieden hat. Worum geht es eigentlich heute genau? Es geht heute ums Viertelmeile-Rennen. Also wir fahren nach Altenhofen, Viertelmeile, haben den Mustang dabei und den TT. Die Sachen gehen wir euch jetzt gleich abholen, aber wir starten erstmal mit den Fragen, die ich euch gestellt habe. Und ich bin mal gespannt, ob ich gleich mit langer Hose rumlaufen muss, mit Latschen. Ich will darauf noch ein Poloshirt, dann habe ich verloren. So, also ich habe um genau 7 Uhr die Frage gestellt. So, passt mal auf, jetzt gucken wir noch mal hier. Das blenden wir natürlich auch erst ein. Und zwar war die erste Frage, welches Oberteil, das kannst du auch nochmal, das blenden wir jetzt hier gleich ein. Shirt oder Polo, 75% haben für das Shirt entschieden. Sehr nice, also das ist ja schon mal geil. Bedeutet, 75% dieses Shirt. Heißt, Oberteil wird dieses Shirt sein. Weiter geht's, welche Hose soll ich anziehen? Kurze Hose oder Jeans? Also, einmal kurz oder einmal Jeans. Die Community hat entschieden. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel ihr mir gönnt. Es geht ja auch so ein bisschen darum, gönnt ihr mir was oder wollt ihr mir heute die Pest antun? Es werden heute 26 Grad. Jeanshose oder Kurzhose? Ihr seid heute echt gut zu mir. Kurze Hose. Also gibt es Polo, gibt es das blaue Shirt mit einer schwarzen mit einem schwarzen kurzen Hose. Das geht ja schon mal. Jetzt kommt die wichtigste Frage. Turnschuhe oder Sandalen? Alter! Ihr seht, sockenmäßig bin ich gut aufgestellt. Jetzt müsst ihr entscheiden. Birkenstock oder normale Turnschuhe zum Treffen? Ich muss mal sagen, die Community, ihr seid gute Leute, ich küsse eure Augen. Warum willst du sein Auge küssen? Er war nett voll zu mir, ich meinte, ich küsse dein Auge. Heute ist dein Tag. Heute ist mein Tag. Ja, ich ziehe mich jetzt an, ihr seht mich quasi jetzt. Und ich denke, so kann man gehen, Söckchen noch runter. Und jetzt geht's direkt zum Mustang. Wir schauen uns jetzt den Mustang, müssen noch zum Laden den TT abholen. Ich habe noch ein Lifehack. Komm rüber. Ein Lifehack? Ich habe ein Lifehack. Und zwar ist das der Tipp der Tipps. Wenn ihr unterwegs seid, Freunde, auf irgendwelchen Touren, Treffen, egal was ihr macht, es wird immer passieren, dass ihr kacken müsst. Das ist einfach so. Und es gibt im schlimmsten Fall, wie zum Beispiel heute, glaube ich, es gibt noch einen Toilettenwagen, aber wenn da, weiß ich nicht, 500 Mann drauf sind, sieht der meistens nicht so gut aus. Deshalb nehmt euch immer feuchtes Toilettenpapier mit und Desinfektionstücher. Das ist mein Lifehack. Für Events, für unterwegs sein, auf der Autobahn. So, mein Täschchen ist gepackt, es kann losgehen. So, bis gleich. So, Freunde, also, erster Punkt ist, wir müssen uns jetzt erstmal anmelden gehen. Fahreranmeldung, dafür brauchen wir Fahrzeugschein und Führerschein. Wenn wir das gemacht haben, bekommen wir unsere Startnummer. Mit der Startnummer geht es dann zu Start und Ziel und dann können wir loslegen. Was aber geil ist, was ich euch zeigen muss, der Tim ist mitgekommen. Das war eine kleine Überraschung, was ich natürlich ultra geil finde. Tim, mit 34 PS mit dem T1 fährst du oder sind das schon die 55? Ist das schon die große Nummer? Komm doch mal zu mir. Komm mal her jetzt, trau dich. Komm zu mir. Du musst doch, ich kann doch nicht. Was soll ich denn zu dem Auto erzählen? Du bist immer so schüchtern. Ja. Du willst die ganze Zeit nicht mit mir das Video machen von dem Auto. Der hat so einen geilen Pulli, Leute. Ist ja noch nicht ganz fertig. Ja, das sagst du mir schon seit 2 Jahren. Ja, wann ist ein Auto fertig? Ja? Genau, also jetzt müssen wir, heute ist mal dein Tag. Wir werden auch gleich, wenn er das überlebt, 1-2 Runden, werden wir mal eine Runde mitfahren, dass wir mal von drinnen drin. Hätte ich mal Bock auf eine Runde. Ja, ja? Können wir mal. Hast du einen Helm dabei? Ja, ne? Ja. Oh, ich leider nicht. Das ist schlecht. Aber was? Wir brauchen keinen, weil angemeldet. Okay. Ist nur freiwillig. Macht auch keinen Unterschied letztendlich. Was ist da? Da ist ja ein bisschen mehr, ne? Ist ein bisschen mehr drin. Das sind heißt, jetzt nicht mehr 34 PS, sondern 430. 15 Kubik oder 15er Kubik, sondern sind hier 2 Liter drin. Du hast ja eigentlich mit der Verbotenummer gemacht als Bustyp, ne? Also muss man ja sagen, luftgekühlte Szene. Ich sag mal. Der ist noch luftgekühlt? Nicht mehr. Nicht mehr, ne? Ist nicht mehr luftgekühlt. Was ist da jetzt drin? Ist ein 2 Liter 16V Turbo, Subaru Impreza WX Motor. Auch nicht mehr ganz Serie.
Leute, ich kann euch sagen, das Ding macht so Alarm. Was müsst ihr jetzt hier haben? 250 PS? Ja, ich habe jetzt ein bisschen zahmer gemacht, damit ich nicht direkt alles kaputt mache. Damit wir noch ein bisschen was Mal jetzt können. Auch, ne? Allererstes Mal Premiere, Viertelmeile, erste Zeit. Ich weiß gar nichts, wo einzuordnen ist. Also Leute, ihr könnt auf jeden Fall, könnte es sein, dass wir auch nur einen Lauf sehen. Ja. Ist alles möglich, ne? Ist alles möglich. Ja. Ich weiß, du hast auch Launch-Control und so eine Scheiße, ne? Habe ich, aber werde ich noch nicht benutzen. Okay. Ja, ich bin mal gespannt. Wir fahren, wenn er dann mehrere Runden schafft, fahren wir auf jeden Fall auch mal eine Runde damit. Wir gehen uns jetzt anmelden und dann sehen wir uns gleich, wenn es zum Start geht. Sonne scheint, schönes Wetter. Bis gleich. So, ich begebe mich an den Start. Erste Runde. ESP alles deaktiviert. Also ich bin soweit vorbereitet. Wir fahren mit dem Setup jetzt erstmal. Normal Reifendruck, nichts geändert, Flügel hinten drauf. Weil in Aldenhoven ist es halt so, da ist es, wenn du nach der Geraden kommst, das ist ein altes Autobahntestgelände, geht es halt relativ stark rechts rum. Und weil es rechts rum so stark geht und wenn ich den Flügel ab habe, ist es bei 200 km/h so, dass dann der Arsch extrem leicht wird. Deswegen, ich mache erstmal so einen Lauf, gucke erstmal, wie die Strecke ist, werde auch mal eine 0-100, 100-200er Messung machen. Erstmal der erste Lauf, muss man mal so ein bisschen erstmal gucken. Ich bin vor allen Dingen so aufgeregt, Alter, das ist schon wieder, mir kribbelt schon wieder in den Fingern, ne, Freunde. Sitzposition ist aktiviert. Jetzt gleich geht es los. Wollen wir mal schauen, was wir heute für Zeiten in den Asphalt prügeln. Es ist auch um die Uhrzeit, also wir haben 9.37 Uhr, ist noch nicht so viel los. Das ist eigentlich ganz gut, weil dann kann man relativ viele Runden fahren. Da bin ich natürlich extrem happy, weil ich habe eh keinen Bock, irgendwie immer nur da an der Seite zu stehen oder lange im Auto zu warten. Ich will fahren. Wir fahren jetzt gegen den BMW E36. So, es geht los. Man hat relativ viel Auslaufzone. Okay, das war auf jeden Fall 0,100, eine 3,8. Das war eine Katastrophe. Der Asphalt hat auf jeden Fall da vorne 0 Grip, weil das Auto ist gerade in alle Richtungen gegangen und nicht da, wo es hin sollte. So, jetzt kommt der zweite Lauf. Jetzt teste ich mal aus, mit ein bisschen mehr Druck hinten auf dem Kessel zu fahren. Ich glaube auch, dass ich gegen den Tesla Model S fahren muss. Und zwar die große Nummer. Ich glaube, das wird auf jeden Fall mich jetzt einmal komplett rasieren. So, Sonnenbrille aus. Brauchen wir nämlich gerade nicht. Aber wollen wir noch mal gucken. Ich werde jetzt auch mal einen Launch Control Start versuchen, also um die Reifen ein bisschen auf Temperatur zu bekommen, weil die hatten gerade gar keine Temperatur. Also ich bin gerade in alle Richtungen gefahren, aber in keine, die ich fahren sollte. Nee, ich bin gespannt. Das ist aber immer noch zu schlecht. Ich krieg die Reifen nicht auf Temperatur. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal mal Druck rausnehmen aus den Reifen. Ich krieg die nicht auf Temperatur. Also wir lassen jetzt mal ein bisschen Luftdruck raus. Wir haben am Anfang gar keinen Grip. Also ich habe 0,100 gemessen, eine 3,7. Beim zweiten Lauf, beim ersten Lauf 3,8. Und das ist im Gegensatz zu, sagen wir mal, normalen Starts, die wir ganz normal bei uns hinten auf der Straße gemacht haben, ist das auf jeden Fall ultra langsam. Ich lasse jetzt mal Luft raus. Wir machen vorne 2 Bar, hinten machen wir 1,8 Bar. Boah, das ist so geil. Und dann wollen wir mal schauen, wo dann die Reise geht. Wir sind jetzt das erste Mal eine 11.1 gefahren. Da geht auf jeden Fall mehr. Ich denke, auch vom Auslauf her komme ich mit dem Flügel klar. Ich denke, den werde ich gleich auch mal abmachen. Also ich fahre jetzt nochmal 2 Turns und dann haue ich den Flügel runter. Aber sonst läuft das schon ganz gut, ne? Muss ich sagen. Ja, läuft wirklich gut. Jetzt haben wir natürlich einen TTRS da. Die große Nummer 600, was hat der? 660 PS, ne? 662 PS am Rad aber. 662 am Rad. Also hat er irgendwas um die 700, irgendwie sowas. Also großer Turbo-Umbau. Fährt eine 9,8. Muss man mal gucken, wo wir dann irgendwann mit dem großen Turbo landen. Ne? We'll be right back.
Ich mache noch weiter. Meine Freunde, also wir sind jetzt zwei Runden gefahren, der TT fährt sehr gut, wir haben jetzt mal einen Reifendruck weggemacht, abgelassen, also wir sind irgendwie auf 1,8 bar hinten, 2 bar vorne. Jetzt ist die nächste Frage, sollen wir mal einen Flügel abmontieren, ja oder nein? Okay. Weil jetzt wird es kompromisslos, Freunde. Die Jungs haben zwar nein gesagt, aber ich werde da jetzt auf jeden Fall mal an das Gerät rangehen. Schnauze voll. Oder Sandro? Ja. Was sagst du dazu? Also wenn wir rechts fahren, geht das auf jeden Fall klar. Das ist kein Problem, von der Auslaufzone her. Heute geht's ohne Frittentheke weiter. Ich habe die Schnauze voll, mir fehlt bestimmt eine halbe Sekunde bis Sekunde. Ich raste aus. Also Frittentheke runter. Wir sind jetzt 10-9 gefahren, ne Sandro? Ja, 10-9-2. Ja. Aber nur weil die Nina bei mir drin saß. Die hat mir am Anfang den nötigen Grip gegeben. Wir sind jetzt von 1,8 bar auf 1,5 bar Reifendruck hinten. Wenn das jetzt nichts wird, ne? Ich will eine 10-6. Also 10-6 wäre schon geil. Ja, ich bin mal gespannt. Ja, wir gucken mal, bis gleich. Ja, jetzt sind wir noch mal schneller, 3,4 Sekunden haben wir gerade gemacht. Also ich habe die nächste Umfrage gestartet, ich habe eine Dose Thunfisch dabei oder ob ihr mir eine Pommes gönnt. Um Mittagszeit, ihr seid wieder gefragt, was wollt ihr sehen? Ich habe eine Dose Thunfisch dabei, also entweder wollt ihr, dass ich eine Dose Thunfisch esse oder ich darf mir eine Pommes gönnen. Ihr seid gefragt, Thunfisch? Ich muss sagen, Community von uns, also so viel Liebe, da soll mal einer sagen, momentan gibt es nur Shitstorm. So viel Liebe, wie ich bekomme von euch, das ist unfassbar. Wir haben, was gibt es zu essen? Pommes oder Tuna? Wir blenden das natürlich auch nochmal ein, 75 sagen Pommes, 25 Tuna, also Pommes. Lass das böse sein, ich esse. Das ist im Rahmen meiner Privatsphäre. Du hast denn deine Pommes verdient? Hab ich wirklich. Wir haben gute Zeiten gefahren. Oder? Ja. Ich lasse den Spawner jetzt für immer ab. Ich mach den nur, wenn ich auf den Trackday gehe. Also nie. Also bleibt jetzt einfach weg. Nur für Show and Shine. Wir haben jetzt Pause, ne? Wie lange ist die Stunde oder wie lange haben die gesagt? Weißt du das? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Wie viele Runden sind wir jetzt gefahren? 5? 4-5 wieder? Ne? Ja. Ja, läuft gut. Wetter ist gut heute. Temperaturen gehen noch einigermaßen, finde ich noch. Ich bin mal gespannt, wie es morgen wird. Bis später. So, Freunde, wir fahren jetzt eine Runde mit dem Tim. Ich habe schon gefühlt 20 Minuten gequatscht, aber es ging halt gar nicht aufgenommen. Wir fahren jetzt auf jeden Fall so eine 8er-Zeit fahren, glaube ich, mit dem Bus. Das geht auf jeden Fall klar. Alter, was du ja auch alles verbaut hast, Junge. Das ist ja... Sie ist so chef. Volle Option. Oder? Was hier Subaru-Motor drin, ne? Subaru. 2 Liter 16 Volt Turbo. Das ist schon chef. Auf wie viel PS fährst du normalerweise? Was heißt normalerweise? Ich bin also jetzt nicht, beim nicht Abstimmen. Ja, also sagen wir nicht mal, wir haben ja jetzt, du hast ja jetzt runtergedrosselt. Genau, ne? Zur Sicherheit, dass nicht kaputt geht. Ne, da sind wir jetzt so bei 250 PS so locker, dürfte der haben bei 1 Bar Ladedruck. Krass. Aber wir wollen Ende so 1,5 landen und dann soll definitiv die 3 vorne stehen. Ne? Also geil. Über 300. Und das, ist eine, Bus. Ne? Ist, das ist einfach so. Die ist jetzt schon vollkommen übermotorisiert. Ist eigentlich total dumm, aber. Ne? Ja.
bin dann... Übermotorisiert, übermotiviert, das ist alles drüber, ne? Ja. Ist alles drüber. Aber ich finde auch geil, Leute, das kann ich euch jetzt hier gerade leider nicht zeigen, der Blick von den Leuten, die denken ja alle, ja, ja, T1-Bus, der fährt hier mit seinen 34 PS. Und hier wird gleich so Alarm gemacht, wie dem Ding. Ich bin aufgeregt. Wir zwei Spaunge sind im Bus hier drin, ich feier das. Fazit zum Viertelmeile-Rennen. Erste für dieses Jahr. Ich habe hier ganz viele Zettelchen, auch Ergebnisse, was wir wie wann gefahren sind. Erstmal muss ich sagen, wir haben natürlich extrem viel ausgetestet. Ob Reifendrücke, ob über Spoiler abmachen. Ich muss schon sagen, ich war vollkommen übermotiviert bei der ganzen Nummer, weil ich bin alter Schwede. Wir sind nachher auf ein Bar Reifendruck vorne und hinten nur noch gefahren. Was ich auch sagen muss, was echt gut funktioniert hat. Also am Anfang hat das echt mehr Grip gebracht. Was ich sehr, sehr interessant fand, war der Vergleich zwischen TTRS mit wirklich fetter Leistung. Der Kollege, der da war, der über 700 PS hatte. Da habe ich auch hier die Zeit mal von ihm. Und zwar ist er gefahren. Da haben wir mal alle gesagt, der fährt unter 10. Ich habe auch die Ergebnisse hier gleich. Das stimmt zum Beispiel gar nicht. Pass mal auf, jetzt gucke ich gerade mal. Der ist gefahren. Eine Gesamtzeit, das war der, genau, Startnummer 44, der ist gefahren, wie ich, das Rennen, was ihr auch gesehen habt, sind wir gefahren mit unserem TTS, inklusive Reaktionszeit, sind wir gefahren eine 11.074. Er ist gefahren eine 11.753. Also schon deutlich langsamer als das, was wir gefahren sind. Das, was man dazu sagen kann, es kommt halt nicht immer darauf an, wie viel Leistung man hat bei dieser ganzen Nummer, sondern auch, was für eine Reaktionszeit man hat und wie gut man auch die Leistung auf die Straße bekommt und wie gut auch die Leistung programmiert ist. Und ich muss sagen, ich habe das ganze Wochenende gemerkt, dass der TT einfach das, was APR da macht, die machen einfach einen krassen Job. Weil ohne Witz, Leute, das sehen wir auch gleich bei den Endergebnissen, die wir haben wirklich bis auf, sagen wir mal, so zwei, drei Autos, die 911 Turbo Umbau auf 8900 PS waren, haben wir wirklich gut mitgehalten. Und man muss sagen, dass der TT aus dem Stand raus, ich würde schon fast behaupten, das schnellste Auto war. Also die ersten 100 Meter waren wir immer vor. Was auch ganz interessant war, wo ich ein bisschen extrem aufgeregt war, war der Tesla. Weil da halt jeder sagte, Alter, krass, der hat auch über 700 PS gehabt, also das Ding war auch programmiert. Was natürlich auch richtig krass ist, dass das Ding, wo wir gedacht haben, okay, der hat zwar extrem viel, sagen wir mal, Gewicht auf der Achse, aber der würde uns in Grund und Boden zerhämmern. Das hat jeder da gesagt und der Tesla hat tatsächlich keine einzige Zeit schneller gehabt, als wir das waren. Keine Zeit. Der hat es dann auch auf mich abgesehen. Der war super nett, der Kollege, aber der hat es da, also irgendwie komischerweise waren wir immer wieder zusammen. Dann sind wir einen 11.3 gefahren am Anfang, da war noch mit Flügel bei uns und 12.7 ist der gefahren. Also war auf jeden Fall, gab es keine Runde, wo der mit dem Gerät schneller war, als dass wir das waren. So viel zu dem Thema, dass der uns komplett versägt. Also der TT hat wirklich eine gute Arbeit gemacht. Nach Tag 1 hatte ich mich natürlich extrem gefreut, weil wir haben dann die Klassenauswertung bekommen und da waren wir
wie man hier auch sehen kann, das kann der Sandro ja einblenden einfach, waren wir auf Platz 2 mit dem TTRS. Auch darunter alle anderen Zeiten, es war nur einer vor uns, das war das rote Audi Coupé, der aber nur eine Runde hingelegt hat. Ich glaube, der wäre sonst auch unter 10 Sekunden gefahren, weil das Ding war einfach, ich glaube, das ist auch so ein 1000 PS Ding gewesen und da haben wir halt keine Chance gegen. Jetzt ist es so gewesen, Tag 2, da sind wir auch sehr konstante Zeiten gefahren. Da habe ich aber auch sehr viele Fehlstarts gehabt, weil ich unbedingt wieder die schnellste Startzeit haben wollte. Also Reaktionszeit war bei mir da schon wieder aufs Tempo. Da sind wir gefahren, eine 10.792 Gesamtzeit. Viertelmeile ohne Startzeit, also ohne Reaktionszeit sind wir gefahren, eine 10.755. Also das ist das Schnellste, was wir an dem Tag auf den Asphalt geprügelt haben. Mehr ging einfach an dem Tag nicht. Das Thema ist, danach haben wir dann die Ergebnisse bekommen und ich bin aus der Bewertung rausgefallen, weil Tag Samstag war, da war die 10.5, so der Grenzwert, alles was da drunter war, ist dann quasi in die Outlaws Klasse 2 gefallen oder sowas. Also haben wir in der Gesamtwertung wirklich mit den richtig großen Jungs haben wir Platz 6 gemacht, was ich absolut geil finde. Mehr geht einfach nicht und das war einfach geil. Ja, lustig ist gewesen, der René ist mit dem Ford Mustang gefahren, das habt ihr auch noch gesehen. Und er meinte halt, dass das Schalten extrem schwierig ist mit dem Auto. Auch das einzustellen, wo die Launch Control am besten packt oder wie man das am besten macht, ob man mit oder ohne startet. Am Anfang sind ihm die Räder durchgegangen. Der hatte die Startnummer 22, ist gefahren gegen so ein Chevrolet Chevelle. Das ist aber so ein altes Gerät gewesen. Dann Corvette C7, dann haben wir noch einen Camaro gehabt. Und Ford Mustang GT, das ist dieser bunte, den ihr in dem Video gesehen habt. So, danach kommen wir mit unserem Cabrio auf Platz 7 mit der Startnummer 22. Reaktionszeit war auch ganz gut, 0,338. Aber Top Speed ist schon krass. Also Top Speed haben wir nur 160 km/h, ne? Und halt eine 14er Zeit gefahren. Und das sollen angeblich 450 PS sein. Ich glaube auch nicht, also wenn ich auch die ganzen anderen Zahlen von den anderen Autos sehe, die sind schnellste Geschwindigkeit war da 184 km/h. Also jetzt, die machen alle nicht so viel Dampf, ne? Also die sind 20 km/h schneller, da fehlt zum TT immer noch 20 km/h. Das ist schon krass, also die Amis, selbst wenn die so richtig Leistung haben, da war auch einer dabei, der hatte auch so seine 500-600 PS, da geht nicht so viel. Am Ende des Tages muss man sagen, worum es mir bei der ganzen Nummer ging, ist einfach der Spaß an der ganzen Sache. Wir hatten ein voll geiles Wochenende. EFR Germany macht immer echt einen guten Job. Die sind ultra freundlich, die sind gut organisiert. Die Rennen laufen sehr, sehr zügig. Wir sind sehr oft gefahren. Ich glaube, wir sind insgesamt an Tag 1 10-mal oder 11-mal gefahren sogar. Und an Tag 2, weil es sonntags was voller war, 8 oder 9-mal. Also das war sehr, sehr gut. Der nächste Schritt beim Viertelmeile-Rennen wäre bei mir jetzt, das haben wir abgesprochen mit APR, ist Turbo-Umbau. Der wird auf jeden Fall kommen, also wir werden den großen Turbo einbauen, da freue ich mich tierisch drauf. Zahlen möchte ich noch gar nicht sagen, wo wir hinkommen leistungsmäßig, also überhaupt noch nicht, weil ich kann es null einschätzen, ob wir 650 PS, 700 oder 710 haben. Ich weiß, dass die Programmierkurve wieder perfekt sein wird, weil das ist das, was sie einfach können, die können einfach richtig gut programmieren. Deswegen glaube ich, wird das eine extrem geile Nummer. In wie vielen Sekunden sich das nachher ausspricht, weiß ich noch nicht. Da freue ich mich tierisch drauf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Lasst mir noch mal ein paar Kommentare da, ob ihr generell mehr von der Viertelmeile sehen wollt, weil ich glaube, wir können mit dem TT noch richtig anstänkern und wir können auch richtig Spaß noch haben. Lasst mich das wissen, dann werden wir auf jeden Fall an dem einen oder anderen Event noch teilnehmen. Ja, auch nochmal Dankeschön zu dieser Kombination zwischen Instagram und zwischen YouTube, dass das so cool funktioniert hat. Ich fand es total lustig. Wir werden uns demnächst dann noch ein bisschen besser vorbereiten, dass wir noch mehrere Sachen, so lustige Sachen mit einblenden können, was wir machen können. Euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.